true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer, yeah, 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 yeah. Unserer Playback-Show Hits von gestern. Das waren die Monkees aus dem Jahr 1966. 10 Jahre Hits von gestern. Begonnen hat es bei der 50er-Feier im Jahr 2009 in der Aula der Volksschule. Wir sind jetzt das 4. Mal schon in der Halle da. Bringen einen Musikquerschnitt aus dem Jahr, wie wir gehört haben, 1966 bis ins Jahr 2017. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend hier in der Hügellandhalle. Die Entstehungsgeschichte dieser Show hat der Heimer schon erzählt. Was die Lautstärke betrifft, bitte um Verständnis. 3 Gründungsmitglieder, geboren im Jahre 1959, stehen da hier. Da könnte es durchaus sein, dass die Musik etwas zu laut für euch ist, nicht für uns. Weil mit zunehmendem Alter hat man es nicht mehr so mit den Ohren. Auch ich darf heute einen wunderschönen und unterhaltsamen Abend wünschen. Es ist wirklich toll, wenn man da in eine ausverkaufte Hügellandhalle schaut. Gestern haben wir wirklich ein ganz tolles, ich glaube, gestern haben wir überhaupt das beste Publikum gehabt, seitdem wir die Playback-Show machen. Und ich bin mir sicher, dass wir morgen das gleiche über euch sagen werden. Ja, die Monkees stehen auch auf der Bühne. Übrigens eine Gruppe aus Amerika. Gegeben hat sie es von 1965 bis 2012 und sie haben noch einen Song für uns, nämlich Daydream Believer aus dem Jahre 1967. Oh, I could hide neath the wing of the bluebird as she sings. Never ring. Watch it ring, and I ran, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold,
speed. Now you know how happy I can be. Oh, and a good time starts and ends without a loved one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Das waren die Monkees. Kennen Sie die Gruppe Die Ärzte? Das war jetzt die Magrettner wahrscheinlich. Wenn ich das wissen. Zu dem mehr später. Also später. Mehr. Da hinten sind drei weiße Musiker, die gehören zu unserem Playback-Orchester und da jetzt nur ausgeholfen. Weil es oft so war früher, dass Gruppen, die nur vier oder fünf Leute waren, einfach zu wenig Instrumente gehabt haben für Plattenaufnahmen bzw. für Live-Auftritte. Und da wir da ja live denkst, brauchen wir den. Aus dem Grund, gell? Die Monkees sind nur da. Rainer und Herbert Wagner. Am Bass, Karl Stunder. An der Geige, Sepp Berl. An der E-Gitarre, Edi Massa. An unsere drei Ärzte. Am Keyboard, Dr. Martin Heine. Am Schlagzeug und Gesang, Dr. Franz Siegel. Der ist ja leider nicht mehr bei uns, für alle, die kann ich mal weiter sein. Das ist unser praktischer Arzt, der Willi. Das war unser praktischer Arzt, Dr. Siegel. Und er ist der Primarius von Feldbach, da, Dr. Heine. Aber der Herr Siegel ist nicht mehr, leider nicht mehr in St. Margrethe. Der ist zurück in seine Heimatgemeinde Söchgau gegangen. Und trotzdem wollte er da dabei sein. Und er ist einer der wenigen, der Schlagzeug spielen kann. Hat aber immer... Ja. Sie haben es gesehen, der kann es wirklich. Der kniet sich ein, das ist ein Wahnsinn.